Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 6.10.2023. Damit ja letztendlich dann auch den Wochenschluss, der hier bevorsteht. Und unser DAX hat zum Donnerstag hier definitiv erstmal ein bisschen noch ja, Verstärkung gebraucht, hat noch ein bisschen Futter gefressen und hier im Kalbwachstum noch ein bisschen stecken geblieben. Gestern hatte jemand geschrieben, hoffentlich gibt es keinen Kalbsbraten. Ganz ehrlich, ich habe das Bild sogar schon vorbereitet gehabt für den Fall der Fälle. Er sollte diesen Tag hier vollkommen vermasseln. Er hatte sogar schon vorsorglich diese Eselsbrücke, oder was heißt Eselsbrücke, aber diese Bildkombination schon im Sinn und schon, sogar schon präpariert. Wir sind jetzt, hier muss man sagen, es ist jetzt, das ist jetzt kein Kalbsbraten geworden, ne? Also das muss man ganz klar sagen. Unser DAX, der ist hier wirklich zur Seite gelaufen. Wir hatten gestern uns angeguckt, dass er, wenn er oben über der 180 weiter treibt, Ziele wahrnehmen kann bis 260, 280 und auch 330. Haben auch auf der Unterseite drüber gesprochen. Ich glaube, in der Morgenanalyse eher tiefer geguckt. Ne? Haben so gesagt, Rücklauf bis 75, 1570 ist okay, aber eher nicht unter, wie haben wir es gesagt? Ich habe es mir schon mal angehört, aber ich glaube so 15.30, 15.20 hatte ich gesagt, darunter sollte er nicht, weil er sonst eben nach unten aktivieren könnte. Im Premium-Updates früh haben wir auf Basis unserer Donnerstagsregel das sogar noch ein bisschen präzisiert bekommen, hatten uns hier die 15.60 ausgeguckt als untere Begrenzung und gesagt, dass er bestimmt dann zwischen der und der oberen Marke hin und her pendelt. Er ist vor oben nicht ganz rangekommen, hat das aber weitestgehend eigentlich jetzt den ganzen Tag gemacht und damit gar kein Signal gesetzt. Also kein oben, keins oben und keins unten. Ist sozusagen neutraler Tag gewesen. Heißt zum einen, die Erholung hatte keine Kraft, sich fortzusetzen. Heißt aber auch, dass der Abwärtstrend keine Kraft hatte. Es gibt immer viele, die legen das immer gerne in eine Richtung auf, wenn der Markt zur Seite einfach nur liegt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin aber auch bei denen, die sagen, naja, der ist sehr dynamisch vorher gefallen. Wenn er jetzt so viel Zeit hoch zu verliert, ist das ja auch gefährlich, weil er dann wahrscheinlich wieder nach unten kippen kann. Das ist auch eine richtige Interpretation dessen. Das muss man ganz klar sagen. Ich würde aber trotzdem denken, dass er durchaus das Zeug hat zum Freitag, sich hier noch das zu versuchen, oben rauszukommen. Ja, rein auch auf Tagesschartbasis, wenn ich das gucke, das gefällt mir weiterhin gut, wie ihr hier drin steht. Auch die Kerze, die jetzt zum Mittwoch gekommen ist, zum Donnerstag gekommen ist, die hat halt den Mittwoch nicht ausgekontert. Die hat der Mittwochskerze eigentlich nichts abgetragen. Die Mittwochskerze steht damit noch unangetastet als Signalkerze im Chart, unten schön auch auf dem Channel. Und die Donnerstagskerze hat er jetzt nichts abgetan. Das heißt, würde der jetzt am Freitag einfach über diese Donnerstagskerze drüber arbeiten, dann wäre die komplett egal. Ja, auch wenn sie jetzt rot ist und auch wenn das so wirkt, als wäre der Markt zu schwach, weil er nicht weiter gestiegen ist, wäre das egal, rein technisch betrachtet. Und der DAX könnte dann oberhalb von der Donnerstagskerze, also oberhalb von, was ist das hier, 1,60, 1,70, dann weiter nach oben treiben. Und da bleiben die Ziele eigentlich relativ gleich. Und das ist da 2,60, 2,80 der Bereich und die 3,30 fürs Erste. Ja. Und ich würde durchaus denken, zum Freitag ist es machbar. Ja, wenn es sich gut macht, drüber ein bisschen rausarbeitet, könntet ihr durchaus sich noch ein bisschen versuchen hochzudrücken. Unterhalb bleibt es hier eigentlich bestehen. Wir haben diese 15,20, 15,30. Nochmal Support, aber will ich eigentlich nicht. Will ich eigentlich nicht sehen. Also, wenn der jetzt hier wirklich abdreht zum Freitag und lang geht, rein von dem Bewegungsbild. Tief, hoch, tief, hoch, tief, lang runter, hoch, tief, hoch, flach hoch. Dann wird das nächste Tief wahrscheinlich dann auch auf ein neueres Verlaufstief hinlaufen. Ich meine, gut, der eine oder andere freut sich natürlich vielleicht. Ich würde mich vielleicht sogar auch freuen. Da kriegt man auch ein bisschen günstigere Kaufkurse hier. Vor Sommer, bevor die Jahresendrede losgeht. Aber für das, was ich so ein bisschen im Sinn habe, das würde den stören. Ne? Ich würde schon eher denken, wir bauen hier noch ein paar Tage erstmal Erholung, bevor er uns dann nochmal nach unten das Tief kaputt macht. Dass er die Leute ein bisschen gefloppt kriegt. Und ich glaube, hier sind schon noch viele dabei, die mit sehr, sehr, sehr viel Skepsis davor setzen und viele, die momentan auch tiefere Ziele im Sinn haben. Ja, das finde ich auch auffällig.
Wie würde ich damit umgehen? Ich würde damit umgehen, dass ich sage, unterhalb von 15,30, 15,20 rechne ich damit, dass das Tief nochmal getestet wird. Unser DAX mag Doppelböden, definitiv. Nimmt er das an, dreht sich hier mit der harten grünen Stundenkerze zurück, glaube ich, kann er auch ziemlich schnell wieder bei 1,80 stehen und am Folgetag dann auch drüber hinausarbeiten. Ja, also so ein schneller Freitagsstart unten aufs Tief, relativ früh, gleich nach dem Xetra oben, hier einmal runterknallen, sich schön erholen, wieder hochdrücken auf 1,80, dort rausgehen, Montag dann sich lang machen. Das wird da auch reinpassen. Aber ich wäre trotzdem vorsichtig. Alles, was da so unter 15.000 oder 15,30 stattfindet, das kriegt halt schon eine Abwärtstendenz. Und wenn er eben hier keinen Doppelboden stellt und keine Reaktionskerze nach oben, dann haut es den nach unten direkt durch. Und dann steht er wahrscheinlich am Freitag sogar schon bei 8,30, wenn er denn zur Schwäche neigt. Ich finde, die Basis hat er aus dem Mittwoch und der Donnerstag in der Kombination jetzt nicht. Hier jetzt einen brachial schwachen Freitag hinzulegen. Ja, könnte mir sogar vorstellen, dass er eher versucht, den Mittwoch nochmal nach oben raus zu duplizieren, ne, die Bewegungswelle. Und dann muss ich halt zeigen, wie viel Kraft hat er gehabt, wie weit ist er gekommen. Aber trotzdem ist so für mich so 15,30, 15.000 unten, das ist so für mich so ein bisschen eine kleine Abbruchbedingung. Darunter würde ich einfach einen Kopf einziehen, mir nochmal das Tief angucken, wie reagiert das. Ja, und wie gesagt, stößt es sich oben raus, geht auch über eine 1,80 drüber, bleiben 2,80, 2,60. Und die 3,30 bleiben weiter gültige Erholungsziele. Ja, unverändert. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir hier zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Klingen zum Freitag, schönes Wochenende schon mal. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag. Bis dahin dann. Tschüss.